Heute teste ich das 100-Euro-Bier von Elon Musk, also das Tesla Giga-Bier. Hier sind wirklich drei Flaschen drin, beziehungsweise waren drei Flaschen drin, es sind noch zwei drin, aber eine kostet umgerechnet 30 Euro, also 90 Euro kostet die ganze Verpackung. Und die habe ich jetzt geschenkt bekommen, beziehungsweise zu probieren bekommen. Da dachte ich so, hey, dann nehme ich euch doch mal mit und dann schauen wir mal, wie Elon Musk sein Bier wirklich schmeckt. Erstmal hier die Verpackung, man sieht auf jeden Fall hier Tesla Giga-Bier, unten das Tesla-Symbol, also wirklich... Ist kein Scherz, Leute, ist wirklich Bier von Elon Musk. Ihr könnt es auch selber googeln, wenn ihr es glaubt. So, dann haben wir diese Matte. Und dann sehen wir schon direkt hier. Ja, ganz klarer Fall. Zwei Bier sind noch da, hier wäre das dritte drin gewesen. Das hat jetzt ein bisschen verzogen natürlich. Aber so schaut die Flasche aus. Tatsächlich. Und davon können wir eine aufmachen und probieren. Beziehungsweise ich würde die jetzt erstmal kalt stellen, weil... Sonst sagt hier jemand, falls es mir nicht schmecken sollte, der hätte es auch kalt probieren sollen. Wir trinken natürlich kaltes Bier, Leute. Schauen uns aber erst noch die Flasche genauer an. So schaut es aus. Es ist wirklich hier oben ein Kunststoffdeckel, aber das hier ist Glas. Man hört es. Keine Ahnung, was hier steht, was das heißen soll. Und ansonsten sind es 330 Milliliter, gerade eben gesehen. Ja, ich würde sagen, wie gesagt, das stelle ich in den Kühlschrank. Dann probieren wir das Ganze. Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Design, so wie der Elon Musk halt immer hat bei seinen ganzen Sachen. Und dann probieren wir das, sobald es abgekühlt ist. Das Bier ist gekühlt, jetzt müssen wir es nur noch aufmachen. Wie mache ich das jetzt am besten auf? Aha, okay. Hier kann man einfach drehen. Ah, interessant. Also das ist wirklich nochmal so eingepackt. Okay, okay, hier ist halt die Folie außenrum. Die kann man theoretisch abziehen. Ja gut, das bringt jetzt hier nichts weiter. Dann haben wir hier auch noch die Folie drumherum. Beziehungsweise die geht jetzt nicht mehr weg. Das heißt, ich brauche jetzt also doch noch einen Flaschenöffner. Ich habe jetzt echt gedacht, dass es schon so irgendwie offen ist. Aber kein Problem, dann machen wir es dann auch. Hier habe ich den Flaschenöffner. Yeah. Und? Ja, es riecht erstmal wie ganz normales Bier. Okay? Es riecht wie ganz normales Bier. Aber es geht nicht Weizen. Ich weiß gar nicht, was für eine Art von Bier. Ist das Export? Ist das Export? Kann es sein. Egal, wir probieren einfach mal. Ich würde sagen, probieren geht über Studieren. Schick mir hier ein bisschen was ein. Das ist hundertprozentig Export. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt kein großer Biertrinker. Ja? Ich habe ab und zu Bier getrunken, habe schon unterschiedliche Sorten probiert und alles. Kann ich jetzt eigentlich den Deckel da wieder drauf machen? Theoretisch ja, oder? Das heißt, die Kohlensäure... Ja, okay, nee. Das wäre ziemlich cool, dann wäre die Kohlensäure, dass die... Nee, Kohlensäure, also dass es halt... Ja, doch länger drin ist, das Ganze. Dass es halt abgestanden ist am Ende. Ist ja keine Kohlensäure drin. Aber wir probieren das Bier. Ich muss ehrlich sagen... Deutsches Bier ist besser und günstiger. Also, man kann es trinken, muss man aber nicht.